Servus. Ja, ich weiß, eigentlich sollte ein Video über Fernbeziehungen kommen. Und das wird noch eine Weile dauern. Zuerst möchte ich aber noch was anmerken. Ich möchte nicht, dass ihr, meine Zuschauer, die betroffene Person jetzt hatet, beleidigt oder sonst irgendwie runtermacht. Denn das ist nicht nur absolut hirnverbrannt, sondern auch noch der falsche Weg. Ich mache mich hier nur ein wenig über die Aussagen dieser Person lustig. Ich setze mich mit dem Gesagten etwas auseinander, sage meine Meinung, belege das ein oder andere mit Fakten, werde aber in manchen Bereichen etwas überspitzte Aussagen machen. Dieses Video soll nicht unbedingt aufklärerische Wirkung haben, sondern in erster Linie unterhalten. Dennoch hoffe ich, dass ich den einen oder anderen zum Nachdenken anregen kann. Heute möchte ich euch gerne jemanden vorstellen, Lil Phil, ein YouTuber mit knapp 330 Abonnenten. Ich weise hier darauf hin, dass mir die Verwendung des Bild- und Tonmaterials laut Urheberrechtsgesetz Artikel 51 erlaubt ist. Sicherheitshalber verfremde ich aber Bild und Ton ein wenig. Joa, der kleine Phil sagt also, Rezo würde Scheiße labern. Also hören wir doch mal rein. Yo, yo, peace, peace, was geht ab? Euer Lil Phil ist back. Also, wenn ich das schon höre, frage ich mich ernsthaft, wer dein Zipfel an die Autobatterie angeschlossen hat. Redet wie ein Obergangster, ist aber vielleicht so um die 13 Jahre alt? Ich habe gerade ein Video von Rezo gesehen. Der heißt Rezo, Phil. Der heißt Rezo. Auf jeden Fall hat ein Video über die CDU gemacht und auch die AfD angegriffen, was gar nicht geht. Ja, warum geht es denn nicht? Siehst du, das geht. Denn ich bin hundertprozentiger AfD-Wähler, Kommunalwahlen. Ich werde AfD wählen, 100%. Ja. Ja, damit hat er sich gerade schon selbst zerlegt. Das war's dann wieder von mir. Servus. Nee, Schmarrn. Phil, du hast wahrscheinlich keine 2 Hor am Sackel und darfst überhaupt noch nicht wählen. Denn dafür muss man in Deutschland 18 Jahre alt sein. Was bei dir wahrscheinlich erst der Fall ist, wenn ich langsam an der Rente kratz. Du kannst doch nicht eine Sache, den Klimawandel, vergleichen mit dem gesamten Wahlprogramm der AfD. Und du kannst doch nicht sagen, dass da irgendwelche Nazis und so drin wären. Das vergleicht Rezo ja gar nicht. Einer der Schwerpunkte von Rezos Video befasst sich nun mal intensiv mit dem Thema Klimawandel. Und Phil, natürlich kann Rezo sagen, dass Nazis in der AfD drin sind. Die zahllosen Verbindungen von der AfD zur NPD, zu den Identitären und zu aktiven Neonazis ist unbestreitbar. Außerdem greifen AfDler sehr gerne auf Nazi-Rhetorik zurück. Björn Höcke hält Reden auf die Josef Goebbels Neideschwere und die AfD hat bereits versucht, das Denunziantentum wieder einzuführen, indem sie dazu aufgefordert haben, Lehrer zu melden, die angeblich schlecht über die AfD reden. Wobei Rezo meines Wissens nach nicht mal das Wort Nazi erwähnt hat. Falls doch, dann schick mir doch bitte den Zeitstempel, wo er das angeblich gemacht hat. Klar, es ist in jeder Partei Nazis, in der Linke sind auch Kommunisten und Linksextremisten. Die Antifa wird von der Linken, glaube ich, sogar unterstützt. Ich glaube es nur, habe keine Beweise dafür. Also ich wüsste jetzt nicht, dass in jeder Partei Nazis drin wären. Aber ja, es stimmt. Antifaschisten haben Verbindungen zur Partei Die Linke. Im Grunde ist nämlich jeder Gegner von Faschismus ein Antifaschist. Das bedeutet das Wort. Allerdings setzt du hier vermutlich gerade die antifaschistische Bewegung, welche in der Regel friedlich demonstriert, mit linken Autonomen gleich. Linke Autonome, lieber Phil, sind meistens die an akuter Hirnfäule leidenden Vollpfosten, die vermummt bei Demonstrationen Steine werfen, Geschäfte verwüsten und Autos abfackeln. Und diese Gehirnamöben werden auch von einigen Politikern der Linken kritisiert. Inwieweit es da nun aber Verbindungen zu Autonomen gibt, kann ich jetzt weder bestätigen noch zurückweisen. Aber du solltest aufhören, einfach nur das nachzuplappern, was dir irgendein Politiker auf Facebook erzählt hat. Auf jeden Fall, du kannst es nicht so vergleichen, so finde ich jetzt. Du hast ein bisschen übertrieben und Beatrix und Storch noch gute Ansätze, die AfD auch. Wo hat die AfD gute Ansätze? Zum Beispiel, die will den D-Mark wieder. D-Mark ist gut. Das sind nationale Währungen. Eine nationale Währung ist immer stabiler als der Euro. Wenn Griechenland als Griechenland abgestürzt ist, ist der Euro, hat Euro an Wert verloren. Eine nationale Währung ist immer stabiler. Und das, mein lieber Phil, ist falsch. Und um dir das zu erklären, gebe ich dir einen Vergleich.
Das hier ist die Schweiz. Die haben nicht nur einen echt geilen Käse, Berge und eine ganze Menge Kohle. Nein, die haben auch mit dem Schweizer Franken eine sehr starke Währung. Dummerweise musste die Schweiz, um mit dem europäischen Markt mithalten zu können, Arbeitsplätze abbauen, verlagerten ihre Produktionen ins Ausland, Schweizer fahren über die Grenzen, um in Deutschland, Österreich und so weiter günstiger einzukaufen, Touristen bleiben weg, weil die Preise zu hoch sind, die Schweiz stöhnt unter ihrer starken Währung und das, mein lieber Phil, würde bei einer starken D-Mark vermutlich auch uns blühen. Du kannst dich das komplette Wahlprogramm nur mit Klima und so, wisst ihr? Und die AfD hat einfach gute Ansätze. Die AfD hat gute Ansätze. Jetzt wiederholt er nun schon fast mantramäßig, dass die AfD gute Ansätze habe. Naja, die Bewertung dieser Aussage überlasse ich euch. Atomenergie ist viel billiger als erneuerbare Energie. Ja, stimmt. Atomenergie ist wirklich billiger als erneuerbare Energien, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber mal davon abgesehen, dass Atomenergie extrem gefährlich ist und es bei einem Unglück, wie zum Beispiel einer Kernschmelze, zu schweren Schäden an Menschen, Tieren und Pflanzen führt. Außer du hast das Glück, dass du nahe genug am Meiler warst und deine Organe direkt gegrillt wurden. Und anhand zweier Beispiele werde ich dir jetzt auch aufzeigen, welche Folgen ein solcher Unglücksfall hat. Am 26. April 1986 kam es im Atomkraftwerk Tschernobyl in der Sowjetunion zu einer Kernschmelze. Durch akute Verstrahlung starben etwa 50 Personen. Schätzungen zufolge ist die Strahlung, welche bis nach Europa gelangte, laut einem Stand von 2006, für etwa 31.000 Krebserkrankungen verantwortlich. Reichte noch nicht? Okay. Am 11. März 2011 kam es im Kernkraftwerk Fukushima in Japan zu einer Kernschmelze. Seit diesem Jahr gibt es einen deutlichen Anstieg an Schilddrüsenkrebs bei Kindern in Japan. Die Langzeitfolgen werden wir noch abwarten müssen. Übrigens sind beide Gebiete, also das nähere Umland, für mehrere Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte oder Jahrtausende, unbewohnbar. Aber es gibt mehr als genug Beweise und Indizien dafür, wie gefährlich radioaktive Strahlung ist. Das ist einfach eine Partei für den kleinen Mann. Wenn die AfD eine Partei für den kleinen Mann ist, bin ich Mahatma Gandhi. Die von der AfD geplante Steuerpolitik entlastet Besserverdienende und Konzerne. Außerdem würden Sozialausgaben gesenkt werden. Und dann kannst du dich später entscheiden, ob du fressen oder wohnen willst, wenn du nach der Schule keinen Job findest. Wenn man so guckt, wie viel Scheiße die anderen Parteien labern und welche utopischen Ziele Benzin und Diesel ausstieg bis 2030, wie utopisch ist das denn, liebe Grünen? Es ist absolut klar, dass derartige Forderungen kaum durchführbar sind. Doch selbst wenn die Grünen und Linken bald die Regierung stellen sollten, würde man diese Ziele kaum in der gegebenen Zeit durchführen können. Aber man könnte diese Veränderungen wenigstens auf den Weg bringen, was uns unabhängiger vom globalen Ölmarkt machen würde und zusätzlich dazu beitragen könnte, dass deine Enkel, solltest du dich jemals fortpflanzen, nicht mit Mundschutz oder einer Gasmaske vor die Haustür gehen müssen. Dass ein solcher Ausstieg auch Nachteile haben wird, will ich damit nicht bestreiten. Und so weiter. Also ich bin 100%iger AfD-Wähler. Ich werde es auch nach Rezos Video bleiben. Ich weiß nicht, ich verstehe halt dahinter einfach die Logik nicht. Du kannst nicht, klar ist in der AfD Nazis drin, so jemand wie Björn Höcke, den gehört eingesperrt für 20 Jahre in Knast, bis er überlegt hat, was er da gesagt hat. Denk mal, der Schande, was ist mit dir falsch gelaufen? Es hat vom Wickeltisch gefallen oder so. Wenn du die Logik hinter Rezos Video nicht verstehst, solltest du es dir vielleicht auch richtig ansehen und richtig zuhören. Vielleicht solltest du dir auch die Mühe machen, bei Dingen, die du wirklich nicht verstehst, die Quellen zu überprüfen. Wäre nur so ein Vorschlag. Ach ja, und noch was. Darf ich dich daran erinnern, dass du vor nicht einmal 2 Minuten noch geschimpft hast, wie Rezo es wagen könnte zu sagen, dass in der AfD Nazis wären? Übrigens, Höcke einzusperren würde an seinem Denken wohl kaum etwas verändern. Aber gut zu wissen, dass du Menschen für Dinge, die sie sagen, direkt wegsperren willst. In diesem Land herrscht immer noch sowas wie Meinungsfreiheit. Das heißt, auch ein Höcke kann seine Meinung äußern.
auch wenn diese Meinung so bescheuert ist wie ein Gefrierschrankhersteller am Südpol. Aber du kannst dich zwei, drei Personen dort herausstechen, die mal von den Medien erwähnt wurden. Vielleicht bist du auch so verblödet von der AfD, von den linken Propaganda und so weiter. Und du kannst doch nicht zwei, drei Leute von der AfD mit der ganzen Partei vergleichen. Das geht nicht. So, wisst ihr, was ich meine? So, ich verstehe die Logik noch nicht. Wenn es nur drei Personen wären, wäre die AfD ja nur halb so schlimm. Es gibt massenhaft Aussagen von AfD-Politikern, welche deren faschistische und nationalsozialistische Seite zeigen. Hier mal eine kleine Auswahl. Ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petri will den Begriff völkisch wieder positiv besetzen. Alexander Gauland will, dass man wieder stolz auf die Wehrmacht sein sollte und bezeichnet den Zweiten Weltkrieg als Vogelschiss. Thomas Goebel behauptet, Deutschland sei von Parasiten befallen. Siegbert Dröse lässt sich mit der rechten Hand auf dem Herz vor der Wolfsschanze fotografieren. Jan von Flocken nimmt die Waffen-SS als Positivbeispiel. Und so weiter und so weiter. Außerdem sprichst du von linker Propaganda, fällst aber stockvoll auf rechtskonservative Propaganda rein. Das regt mich auch so auf und so weiter. Also das Video, klar, was er über die CDU gesagt hat, stimmt, aber man kann nicht halt zwei, drei Sachen über die AfD sagen und dann halt das ganze Sache halt so verallgemeinern. Wisst ihr? Und man kann es auch nicht 100% beweisen, dass der Mensch am Klimadings dran schuld ist. Wisst ihr? Dran schuld. Ich denke auch an Klimawandel. Den gibt's. Aber der ist dran schuld, weil wir Menschen, ich jetzt nicht, weil ich bin Vegetarier und Rezzo ist sogar Veganer, Ehrenmann, ich wurde von dir inspiriert. Ich habe das Video von dir im Vegan ist ungesund gesehen, als sie dich interviewt haben. Guter YouTuber. Auf jeden Fall, ja. Man kann es einfach nicht hundertprozentig beweisen. Man kann es nicht hundertprozentig beweisen. Oha, okay. Du lobst jetzt Rezo für seine Aussagen über die CDU. Das kann ich soweit auch unterschreiben. Und ich finde es super, dass du ihn, was die Ernährung betrifft, sogar als Vorbild und Inspiration siehst. Die Tierhaltung ist dran schuld. Die Tierhaltung, die verbraucht unendlich Wasser, die Tierhaltung. Okay, was wenig erzählt, das weiß eigentlich jeder Mensch, der eine Kuh von über einer durchschnittlichen Penislänge hat. Aber trotzdem, man sollte da anfangen. Ich finde, man sollte Fleischessen verbieten. Für alle. Das würde so viel Wasser, so viel Essen sparen. Das würde so alles sparen. Alles. Fleischessen einfach verbieten. Das ist mein Ansatz. Den Ansatz vertrete ich. Durch Fleischessen kann so viel Leid vermieden werden. So viel Wasser kann gespart werden. So viel Essen und so weiter. Also das Fleischessen würde ich verbieten. Und wenn jetzt irgendwelche Idioten meinen, was passiert mit den Kühen und so weiter, die können sich eigentlich gerade verpissen gehen. Wirklich. Und schon kommt der nächste Moment, wo ich mir gern einen rostigen Nagel direkt durchs Ohr ins Gehirn hämmern möchte. Du sagst, man sollte Fleischessen verbieten, weil man damit Essen und Wasser sparen würde. Oh mein Gott. Du hast vielleicht recht, dass man viel Wasser sparen würde. Aber Gemüse, kleiner Phil, ist auch Essen. Dann würden wir halt kein Fleisch mehr essen, sondern Gemüse, was an der verbrauchten Gesamtmenge jetzt nicht wirklich viel ändern würde. Mir fällt einfach auf, dass für dich alles, was dir nicht passt, entweder mit Haftstrafen oder durch schlichtes Verbieten zu lösen ist. Aber ich kann dir verraten, so ist es nicht. Ich würde auch gerne so einiges verbieten, aber das wäre erstens nicht in meiner Macht und zweitens, es wäre der falsche Weg. Ich bin kein Veganer oder Vegetarier, ich stehe dazu. Aber ich bleibe bei Fleisch auch meistens relativ sparsam. So. Jetzt noch ein paar abschließende Worte. Lieber Phil, ich mache mich hier über deine Aussagen lustig und hoffe einfach, dass du in Zukunft etwas mehr nachdenkst, bevor du irgendwas ins Internet kackst. Und bitte, verzichte auf dieses fucking Clickbait und das ewige Ausschlachten eines derart viralen Themas wie Rezos Video. Hör auf, ständig Ansagen zu machen, in der Hoffnung, wie Tanzverbot einen Hype zu generieren. Und ich wünsche dir für dein Leben und auch für deine Zeit auf YouTube aufrichtig viel Erfolg. Aber der Weg, den du gehst, ist meiner Meinung nach der falsche. Ich verabschiede mich. Servus. Bis bald.